Mr. Prebble war Rechtsanwalt in Scarsdale. Ein runder, dicklicher Mann im mittleren Jahr. Er schlug seine Sekretärin oft im Scherz vor, mit ihm durchzubrennen. Wir wollen zusammen durchbrennen, pflegte er während einer Diktatpause zu sagen. Aber gerne, antwortete sie jedes Mal. An einem regnerischen Montagnachmittag meinte es Mr. Prebble so ernst wie nie zuvor, als er sagte, wir wollen zusammen durchbrennen. Aber gerne, antwortete die Sekretärin. Mr. Prebble klimperte mit dem Schlüsselbund in der Tasche und sah aus dem Fenster. Meine Frau wäre froh, mich loszuwerden. Würden Sie sich denn scheiden lassen? Fragte die Sekretärin. Oh, das glaube ich nicht. Die Sekretärin dachte, dann müssen Sie sehen, wie Sie Ihre Frau loswerden. An diesem Abend war Mr. Prebble zu Hause ungewöhnlich schweigsam. Erst eine halbe Stunde nach dem Essen begann er zu sprechen. Und zwar sagte er, ohne von seiner Zeitung aufzublicken, lass uns in den Keller gehen. Weshalb? Fragte seine Frau, ohne von ihrem Buch aufzublicken. Ach, ich weiß nicht. In letzter Zeit gehen wir überhaupt nicht mehr in den Keller. Früher war das anders. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je im Keller waren. Und wenn ich nie in den Keller zu gehen brauchte, würde mir trotzdem nichts zu meinem Glück fehlen. Ja. Wo bist du? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je im Keller waren. Und wenn ich nie in den Keller zu gehen brauchte, würde mir trotzdem nichts zu meinem Glück fehlen. Ach so, ja. Wenn dir nun aber sehr viel daran liegt. Was ist nur in dich gefahren? Unten ist es kalt und wir haben doch auch überhaupt nichts zu tun. Wir könnten Kohlestückchen aufsammeln. Wir könnten uns irgendein Gesellschaftsspiel mit Kohlestückchen ausdenken. Ich will nicht, außerdem lese ich. Mr. Prebble stand auf und ging hin und her. Hör mal, warum willst du nicht mit mir in den Keller? Lesen kannst du da unten auch, wenn es nur das ist. Unten ist es nicht hell genug und ich gehe auf keinen Fall in den Keller. Schlag dir das ruhig mal aus dem Kopf. Verflixt noch mal! Andere Frauen gehen in den Keller. Warum hast du denn so gar nichts Lust? Ich komme abgearbeitet aus dem Büro nach Hause und du willst nicht einmal mit mir in den Keller gehen. Der Weg ist doch, weiß Gott, nicht weit. Du sollst ja nicht mit mir ins Kino gehen oder sonst wo. Ich will nicht. Mr. Prebble setzte sich auf die Kante eines Divans und griff nach seiner Zeit. Schon gut, schon gut. Ich wollte nur, du ließest mich mehr davon erzählen. Es ist eine Art Überraschung. Wie lange willst du denn noch auf dem Thema herumreiten? Erkundigte sich Mrs. Prebble. Hör zu! Mr. Prebble rief es und sprang auf. Statt drumherum zu reden, kann ich dir ebenso die Wahrheit sagen. Ich will dich loswerden, damit ich meine Sekretärin heiraten kann. Na, das ist schon dabei. So was passiert doch alle Tage, ne? Die Liebe hat eben ihre eigenen Gesetze. Darüber haben wir jetzt schon oft genug gesprochen, unterbrach ihn Mrs. Prebble. Ich möchte davon nichts mehr hören. Ich wollte dir ja nur erklären, wie die Dinge liegen. Weil du nämlich immer alles so wörtlich nimmst, lieber Himmel. Glaubst du etwa im Ernst, ich würde mit dir in den Keller gehen, nur um Kohlestückchen aufzusammeln und irgendein albernes Spiel zu erfinden? Natürlich habe ich das nie geglaubt. Ich wusste die ganze Zeit, dass du mich in den Keller locken willst, um mich dort zu begraben. Und das sagst du jetzt, nachdem ich dir erzählt habe. Du hast es mir nicht erzählt. Ich habe es aus dir herausgequetscht. Und außerdem bin ich deine Gedanken immer um zwei Schritte voraus. Nein, du hilfst immer zwei Meilen hinter meinen Gedanken her. Ach, wirklich? Du hattest heute Abend noch kaum das Haus betreten, da wusste ich schon, dass du mich begraben willst. Also das ist eine verdammte Übertreibung. Du kannst nicht dergleichen gewusst haben. Mir selbst ist es ja erst vor ein paar Minuten eingefallen. Im Grunde willst du das schon lange wahrscheinlich. Bist du von diesem Mädchen aufgehetzt worden, das für dich ablegt? Ich werde bloß nicht sarkastisch. Sie legt zwar für mich ab, aber nur die Post, sonst gar nichts. Und von dieser Sache weiß ich überhaupt nichts. Sie ist völlig ahnungslos. Ich wollte ja sagen, du hättest Freunde besucht und wärst dabei von einer Klippe gefallen. Denn ich finde, ich sollte mich von dir scheiden lassen. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Du kannst mich begraben, aber zur Scheidung überreden kannst du mich niemals. Ja, und das weiß ich, habe ich dir gesagt. Das heißt,
Ich habe ihr gesagt, du würdest dich nie scheiden. Ja. Wahrscheinlich hast du ihr auch erzählt, dass du mich begraben willst. Das ist nicht wahr. Das geht nur dich und mich etwas an. Mit keiner Menschenseele würde ich je darüber reden. Ach, Unsinn, du würdest es überall hinaus plappern. Ich kenne dich doch. Mr. Pratt zog an seiner Zigarre. Ich wollte, du lebst schon unter der Erde und es wäre alles vorbei. Da glaubst du denn, man erwischt dich nicht, du Dummkopf? Mörder werden immer erwischt. Warum gehst du nicht ins Bett? Du regst dich wieder viel zu sehr auf. Ich gehe nicht zu Bett. Ich werde dich im Keller begraben. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich wüsste nicht, wie ich mich noch deutlicher ausdrücken sollte. Hör zu, rief Mrs. Crabbe und warf ihr Buch weg. Bist du zufrieden und hältst du den Mund? Wenn ich mit dir in den Keller gehe, kann ich endlich mal Ruhe haben. Wenn ich mit dir in den Keller gehe, lässt du mich dann in Frieden? Ja, aber wenn du dich so aufführst, verdirbst du alles. Natürlich. Wer verdirbt immer alles? Ich. Und dabei höre ich dir zuliebe mitten im Kapitel zu lesen auf und erfahre nie, wie die Geschichte ausgeht. Aber das ist dir ja völlig egal. Habe ich dir etwa geraten, das Buch zu lesen? Er öffnete die Kellertür. Bitte, nach dir. Mr. Pratt begann die Treppen hinabzusteigen. Hier unten ist es aber hundekalt. Musstest du auch ausgerechnet um diese Jahreszeit auf so eine Idee kommen? Jeder andere Mann hätte seine Frau im Sommer begraben. In solchen Dingen kann man sich nicht nach dem Wetter richten. Ich habe mich ja erst im Spätherbst in das Mädchen verliebt. Jeder andere hätte sich viel früher in sie verliebt. Schließlich ist sie seit Jahren bei dir. Warum lässt du es bloß zu, dass andere Männer dir immer zuvorkommen? Himmel, ist das dreckig hier unten. Was hast du denn da? Eine Schaufel. Ich wollte sie dir über den Kopf hauen. So, na das würde ich an deiner Stelle aber nicht tun. Willst du hier im Keller ein riesengroßes Indiz herumliegen lassen, dass der erste Detektiv, der bei uns herumschnüffelt, sofort findet? Geh auf die Straße und hol ein Stück Eisen oder sonst was. Hauptsache, es gehört nicht dir. Wie du willst. Aber auf der Straße liegt bestimmt kein Eisen herum. Ihr Frauen glaubt immer, man könnte überall ein Stück Eisen finden. Nicht überall. Man muss eben an der richtigen Stelle suchen. Und bleibt nicht so lange fort. Wehe, wenn du noch in den Zigarrenladen gehst. Ich habe keine Lust, die ganze Nacht in diesem kalten Keller zu stehen und mich tot zu fliegen. Schon gut, ich beeile mich. Hey, er schloss die Kellertür.